Hier sieht schon ganz gut aus. Hier nimmt das Ganze auch schon Form an, wie ihr sehen könnt. Und hiermit herzlich willkommen. Ich mache ein neues Video. Werde auf jeden Fall mit euch rumgehen, mal zeigen, was sich überall getan hat. Denn ich war auf jeden Fall aktiv im Garten, ohne dass ihr das mitbekommen habt. Ja, Brombeeren habt ihr schon ein Video zu gesehen. Das habe ich weiterverfolgt. Der Bereich hier hinten ist auf jeden Fall dran. Fürs nächste Jahr visuell. Ich hoffe, ich darf das umsetzen. Und in allen Ecken ist irgendwo was und das möchte ich euch zeigen. Und ich würde sagen, wir machen mal wie gewohnt meinen Gartenrundgang. Hier vorne einmal für einen Überblick. Ich habe natürlich meinen Fokus darauf, hier wieder Strukturen aufzubauen, sprich ja, alle Situationen, die sich da so ergeben haben, wo ich hier so rausgerissen wurde, die kann man nach wie vor sehen. Dazu gehört auch das. Eigentlich sollte hier jetzt ein Lager stehen. Das ist noch nicht der Fall. Da sind auch ein paar Überreste aus dem Sommer. Scherben leider. Alles ein bisschen dran, nach und nach hier auch entsorgt zu werden. Ja, der Garten so bleibt wild derzeit. Ich habe mich hier um das ganze Laub gekümmert. Ihr konntet das ja im Video sehen. Ja, und habe auf jeden Fall wieder die Laufwege frei. Und es macht natürlich deutlich mehr Spaß, hier durchzustiefeln, wenn man auch das sieht, was unterm Laub ist, wie jetzt hier die Steine. Der Grundgedanke im ganzen Garten ist natürlich, Raum für die Natur zu schaffen. Also auch hier am Rand, ja, irgendwann habe ich mal kleine Weidezweige im Boden gesteckt und das ist draus geworden. Das ist eine Riesenfreude übrigens, ein super Tipp für euch zu Hause. Auch gleichzeitig ein super Holzlieferant. Ja, und ich habe gerade von Platz für Tiere gesprochen und oder Platz für die Natur. Das bedeutet für mich einmal hier natürlich mit Totholz, Raum, also was da unten an Tieren irgendwie Platz findet. Die werden ihr Fest haben, da findet jeder sein Plätzchen. Und gleichzeitig achte ich darauf, dass die Weide jetzt ein bisschen ja, einen Aufbau bekommt an Sachen, die ja, die Weide vor Austrocknen schützt, damit ich dann weniger zu gießen habe. Ja, und der Boden fühlt sich dann ja sowieso wohl. Das habe ich jetzt hier mal drüben fortgesetzt auf der Seite. Da liegt sowieso noch Moos drin. Hier vorne, da ist auch noch was reingekommen, das zeige ich euch gleich. Aber ich würde sagen, da komme ich mal ein bisschen näher. So, hier vorne. Da ist ja ein ganz besonderes Plätzchen, wie ihr wisst. Da war ja nochmal die Bananenpflanze drin. Die hat sich auch vermehrt, die hat Babys bekommen. Da habe ich auch was verteilt. Dem lieben Sven habe ich da mal was abgegeben. Und auch den Thomas, den ihr bestimmt mal in meinen Videos gesehen habt. Dem älteren Herrn. Das ist hier nicht mehr in der Kolonie. Aber ja, ihm habe ich dieses Jahr ein Pflänzchen mitgenommen. Die anderen sind hier bei mir ja, in der Wohnung und haben es gut. Vier Pflänzchen sind übrig. Eine recht große, mittel und zwei kleine. Und da will ich mal gucken, dass sie irgendwie einen neuen Platz finden, wenn die nicht sogar nachher vielleicht ganz in der Wohnung bleiben. Aber zu wünschen und ja, zu Ende träumen, wäre es toll, wenn ich das hier verwirklichen könnte. Ich weiß nicht. Ich habe hier einfach gelernt, dass die Pflanzen mir ihren Platz zeigen, an dem sie sein wollen. Und ja, hier pfeift dann immer gut der Wind durch. Nordfriesisches Wetter ist auch nicht gerade so optimal für so eine Pflanze. Aber ich werde es probieren. Ich habe ja nun vier Pflanzen und werde einfach mal gucken, wo sie sein wollen. Ja, vielleicht auch auf dem Balkon. Ich habe mir dieses Jahr einen Balkongarten angelegt. Einen kleinen. Ja, Platz ist auf dem kleinsten Balkon, aber wir sind hier im Garten und hier möchte ich jetzt mal weitermachen. Das möchte ich euch einmal vom Namen zeigen. Hier habe ich verschiedenstes Material reinfinden lassen. Im Grunde genommen war vorher schon Laub da. Ich habe auch mal gemulcht, da drunter, da drüber und habe jetzt zuletzt auf jeden Fall das ganze Totholz eingebracht. Das seht ihr hier, das habe ich alles so mit der Hand zerbrochen.
Und dann ist das hier reingewandert. War eine Zeit in der Schubkarre, hat ein bisschen Regen abbekommen. Hilft alles beim Verkompostierungsprozess. Also hier ist soweit erstmal nichts mehr drin, außer hier die Nachtkerze. Aber war auf jeden Fall alles erwähnenswert. Dann im ganzen Bereich ist, wie gesagt, noch nichts passiert. Gut, okay, im Kiholbeet war ich ein bisschen bei. Vorne das ein oder andere weggesammelt und mir die Wege frei gemacht. Hier hat der Gartenschlauch erstmal hingefunden. Ja, wie gesagt, es geht bei mir alles Step by Step. Mich hat es völlig aus dem Leben gerissen, regelmäßig in diesem Jahr. Und die letzten Jahre waren ja, wie ihr wisst, auch mal ab und zu davon betroffen. Ja, und somit liegt hier einiges brach, was ich natürlich auch in Ordnung bringen möchte. Ist mir selber ein Dorn im Auge. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, und das Beste draus zu machen. Das, was in meiner Macht steht. Ja, ich kann in schlechter Laune sowieso den Garten nicht betreiben. Ihr wisst, ich bin mit dem Herz dabei, also mit Herzblut. Und das kehrt nach und nach zurück. Da habe ich Phasen, das ist leider noch nicht durchweg stabil. Aber ich gebe mein Bestes, und dass ich jetzt regelmäßig im Garten bin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja, zeige ich euch mehr. Wo gehen wir lang? Da. Hier vorne. Ja, ganz unschwer zu erkennen hier auch. Da kommt mir der Totholzhorn entgegen. Ja, ein bisschen suboptimal. Das hatte ich auch schon im Auge. Sollte letztes Jahr spätestens gelöst werden. Sprich, hier die eigentlichen Begrenzungen sind unten morsch geworden. Da ist schon einer umgekippt. Und die soll ich irgendwie ersetzen. Da war Weide zwischen, da war, ich schätze mal, auch Haselnuss dazwischen. Das jetzt hier ist Weide, wunderbarer Holzlieferant, wie schon erwähnt. Ja, das gehört halt so zu diesen ganzen kleinen Sachen, die ich nach und nach definitiv wieder in Ordnung bringen werde. Hier ist auch ordentlich Laub raufgekommen. Das, was ich hier so, na, kommt mir hier entgegen. Er hängt am Fuß in die Weide fest. Moment. Naja, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass mir der Zaun entgegenkommt. Also, ich mache hier quasi wieder ja, das, was ich hier so in der Nähe habe und zur Verfügung habe für den Humusaufbau. Ja, im Großen und Ganzen seht ihr hier das Laub. Das ist ein bisschen Gras zwischen, aber Laub habe ich zusammengehakt und hier raufgeworfen. Darunter sind überall noch Äpfel, die auch noch wieder verkompostieren. Somit kriegt das Ganze hier auch wieder Dampf für was auch immer hier reinfinden wird. Hier vorne auf der Ecke ist ja noch die... Ja, die, wie heißt sie denn noch? Die Lemon Queen, genau, hier. Das sind so die herbstlichen Endboten, also irgendwann Schluss. Das werde ich dann auch alles wegnehmen, da reinmachen. Ja, mein Wunsch war das, die Pflanze hier noch wegzunehmen, an eine andere Stelle zu packen. Mal gucken, wo das so hinfinden könnte. Vielleicht ja in den Bereich da vorne, wo wir gleich hingehen. Das werde ich euch auch jetzt als Nächstes zeigen, gar nicht lange warten. Ah, guck mal, wie frei das ist. Da habe ich gewütet. Sieht natürlich noch nichts aus, so, aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Ja, sagt mir mein Herz. Ich hoffe, ich darf. Ich bin mir natürlich bewusst der Umstände, in der wir alle leben. Und deswegen, wir wissen alle nicht, wie das morgen aussieht. Und ich kann einfach nur das Beste aus der jetzigen Situation machen. Und positiv in die Zukunft gucken und mir das visualisieren und natürlich auch dementsprechend in Worte packen. Da seid ihr halt nun gerade dabei. Ja, aber bevor wir da vorne hingehen, zeige ich euch nochmal recht schnell die Hochbeete. Da haben wir sie. Und ja, hier ist der Rest reingekommen. Wie gesagt, fast eine ganze Schubkarre voll. Ach, habe ich noch nicht gesagt. Sage ich jetzt gerade. Fast eine ganze Schubkarre voll war das. Und ja, Leben bringt Leben. Humusaufbau schützt die Beete. Und ich habe an anderen Stellen echt gute Erfahrungen damit gemacht. Und ja, letztendlich, da flitzt eine Maus die ganze Zeit vorbei im anderen Beet. Letztendlich ist es auch, was wollte ich denn jetzt sagen? Na gut, da wurde ich kurz abgelenkt. Hier drüben war die Maus. Dieses Beet wird wohl nicht mehr so lange so überleben, wie es hier steht. Ich habe die Beete beide nicht ganz so gut behandelt, muss ich sagen. Also als ich hier mit der Forke bei war, habe ich mich auf den Rand gelehnt. Ja, mal so ein Beispiel, Hebelkräfte, unfassbar, was ich da dem Ding zugemutet habe. Somit habe ich den einen oder anderen Riss auch im Holz verursacht. Also es hat mal Knack gemacht, auch weil ich mal oben drauf stand. Und ja, das ist das Ergebnis. Aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich die hier? 5 Jahre hat das dann doch gehalten. Und das Beet sieht ja noch gut aus. Und aufgrund der Ereignisse hier kann ich schon sagen, ja, ich wüsste, was ich hier tun könnte, damit sich das sogar noch ein bisschen länger hält.
Ich glaube, das wird schon aufgehen. Der Apfelbaum hat bei mir keinen Schnitt gekriegt, hat sehr viele Senkrechttriebe. Da werde ich auf jeden Fall irgendwann noch beigehen wollen, ob es dazu kommt. Das hätte jetzt kommen ja keine Priorität, um das mal auf den Punkt zu kriegen. Ja, das Stückchen. Hier war ja alles voll im Jahr zu sehen. Mit Brombeeren, die natürlich auch zuletzt noch zu sehen waren, aber die habe ich alle weggemacht. Ein paar Überbleibsel sind noch da. Auf jeden Fall ein paar Exemplare, die im Boden sind, so wie hier. Da habe ich schon ein bisschen was rausgemacht. Aber hier war auch alles voll Brennnesseln und Giersch. Und ja, ich selber habe da nicht wirklich ein Problem mit gehabt. Aber die Umstände sind so, dass ich natürlich hier in einem Schrebergartenverein bin. Sieht jetzt gerade bei mir derzeit nicht so aus. Dessen bin ich mir bewusst, aber ist ja auch einiges passiert. Die Stürme haben gewütet, Vandalismus. Ich lebe damit, mache das Beste draus und kann nur Schritt für Schritt vorangehen. Ja, sammle hier so die Wurzeln, da die großen von den ausgegrabenen Brombeeren. Ja, und mache das hier alles locker auf und durfte sogar feststellen, dass da vorne, da steht einfach ein Baum. Hier, guckt euch das an. Was haben wir hier? Kann das jemand sagen? Ja, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, geh mal näher ran, zeig mal, aber nicht diesmal, machen wir ein andermal. Unter meinen Füßen wird es halt dann dementsprechend nach und nach hier freier von Brennnessel, von Brombeeren, von der Giersch, da wo ich es frei haben möchte. Ich hatte immer vor, hier durchgehen zu können. Hier liegen auch zwei Platten unter den ganzen Steinen. Die habe ich da vorne rausgeholt, da gibt es noch einen Steinhaufen. Und die ganze Ecke ist hier halt eben gerade eine Baustelle. Aber ich denke, hinten raus wird sich das lohnen. Ich werde da auch im Fokus bleiben. Hier haben wir noch, und da durfte ich dies hier entdecken, der ist umgefallen quasi in alle Richtungen. Da ist eigentlich ein Johannisbeerstrauch. Und ich wollte mal gucken, dass ich auch hierbei gehe. Ja, also allein der Brombeer wegen, da steckt noch, da überall ist noch was. Das ist hier alles so ineinander verworren und ich möchte mal klar Schiff machen. Die Pflanze hat ausgedient, so in der großen Version, wie sie war. Und ich will gucken, was übrig bleibt, was da irgendwie klein ist und was ich irgendwie hier noch einbringen kann. Könnte ein spannendes Fleckchen sein. Ja, Pavillon, reparaturbedürftig. Habe ich immer was vorgehabt, soweit kam es eben nie. Die Ereignisse haben mich im Griff gehabt. Der Wille war da, ich war immer wieder hier, habe mir die Strukturen geschaffen, so wie ich es jetzt mache. Und letztendlich bin ich nicht durchgekommen, aber ich gebe nicht auf. Ich bin hartnäckig und hier kann man es ganz gut sehen. Wie gesagt, Baustelle, hier vorne sammle ich schon Müll, der mir so entgegengeflogen kommt. Das habe ich hier regelmäßig freigemacht, ich habe hier keine Zeit verbracht und Müll hingeschmissen. Ja, aber jo, so ist es. Hier hatte ich so ein bisschen kreativ was vor, beziehungsweise hat er auch wem was fertig gemacht, kam nicht dazu. Hier fehlt jetzt die Tür. Aber hier habe ich überall ein bisschen frei gemacht, wobei jetzt da, wo Laub hier unten wieder liegt, da hatte ich schon mal alles weg. Da drüben wartet noch Laub abgeholt zu werden. Ja, ihr wisst ja, da hinten ist die Dartscheibe, könnt ihr mal durch die Bäume gucken. Und ja, das ist so hier, Pavillon. Ist jetzt nicht gerade ein Glanzstück, das will ich euch jetzt nicht zeigen. Aber ich habe vor, das Dach wieder dicht zu machen, ein bisschen schön alles zu machen, Ordnung reinzubringen, dass ich hier auch konform gehe. Ja, und hier sind überall die Wege frei. Ja gut, so könnt ihr das mal angucken. Das ist das Pavillon. Ja, es ist, ich würde mal sagen, schon die Schokoladenseite. Ja, überall noch Überbleibsel vom Jahr. Selbst Hängematte liegt hier noch. Leider ging das natürlich aufs Material, da habe ich verschiedene Hängematten, ich sag mal an die Natur, abgegeben, verloren, klang in meinem Kopf gerade ein bisschen verkehrt. Ja, da ist ordentlich was hingekommen, was ich an Laub zusammengesammelt habe, hier die Wege freigemacht, wobei da halt noch was wartet. Und wenn ich mal so überblicken kann, da liegt schon wieder Totholz, da hängt was rum. Das sind alles so Sachen, die wieder in die Beete wandern und ja, dann kann man dem Boden was ganz Gutes tun und bis auf die Wege habe ich das überall vor, dass jedes Fleckchen so das kriegt, was es benötigt. Genauso wie hier vorne, kann man schon sehen, da wächst dann nachher im Frühjahr wieder Bärlauch, alles voll.
Also das habe ich schon jetzt über die Jahre Stück für Stück herangezüchtet. Vom Hörensagen dachte ich, das geht schneller, aber so ist das nun mal. Genauso wie bei der Akelei. Ich denke einfach, das sind hier nicht so die optimalsten Fleckchen. Was fängt da denn an zu wachsen? Können wir mal beobachten. Behalte ich mal im Hinterköpfchen. Ja, Steinchen ein bisschen ausgerichtet. Das, was hier mal stand, ist zusammengebrochen. Das liegt halt hier jetzt. Ja, und ich werde überall den Müll rausfischen, die Sachen, die rumfliegen, was auch immer noch vom Grillen und sonst was hier übrig ist. Und werde allem so nach und nach die Liebe schenken, wie ihr das eigentlich aus meiner Doku-Serie auch kennt. Ja, hier nochmal die Seite. Da sind die Steine. Da nochmal die Pflanze. Ist noch richtig auseinandergefallen. Und da liegen jetzt auch noch die Wurzeln drin von den Brombeeren. Guckt euch den Oschi hier an. Also ich glaube, das war bitter nötig. Ja, Stück für Stück, anders geht das nicht. Da seht ihr die Lappen runterhängen. Will ich mich drum kümmern. Das soll alles ordentlich, habe ich vor. Ja, und hier neben mir noch das Tomatendach für die Buschtomaten, beziehungsweise die eine oder andere wurde dann doch größer dieses Jahr, die eigentlich eine Buschtomate sein sollte, soweit ich mir das aufgeschrieben hatte, notiert hatte, gemerkt hatte, wie auch immer. Ja, aber überlebt hat hier auf jeden Fall Mangold. Da ist 1, 2, 3, 4 Pflänzchen sind da und die werden dann auch im Frühjahr irgendwann wieder austreiben. Ja, und das, was jetzt hier überall rumliegt, das sind die Blätter, die sowieso unten lagen. Die habe ich so ein bisschen zum Mulchen benutzt. Die sind jetzt natürlich durch die Kälte schön erhalten, aber es wird mit der Zeit dann auch weggehen. Ja, ein schöner Überblick soweit, würde ich sagen. Ich kann euch ja noch mal zeigen, was ich hier so habe. Übrigens, ganz wichtig hier, habe ich so ein schönes Stück an Holz. Das hat sich so nach und nach freigepoolt und ich finde die Optik echt spannend. Ich denke, da seht ihr das gleiche wie ich. Genauso auch hier der Anker hat seinen Platz gefunden. Ja. Ich will ja natürlich Ordnung reinbringen. Hier steht sehr viel rum, was eigentlich in dieses Holzlager gehört, was ich basteln wollte. Und noch hier in dem Bereich hatte ich vor, etwas mit Überdachung zu machen, damit das Holz nicht immer die Witterungsumstände abkriegt. Ist halt ein bisschen schade drum, das war schon mal ein bisschen fresher, aber wie gesagt, ich nehme die Dinge gerade so, wie sie sind und werde das auch nach und nach safen. Für den einen oder anderen sieht es wild aus. Das gehört nicht zur Optik des Gartens, das hatte ich nicht so vor. Aber ich muss halt erstmal irgendwie Platz schaffen, da das Holzlager da vorne nicht mehr existiert. So wild wie es war, habe ich hier natürlich irgendwie ein bisschen Platzmangel. Hier steht natürlich was vor, ich könnte es wieder hinpacken, aber möchte ich das dann nochmal umpacken? Nein, möchte ich nicht. Hier ist das Ganze ein bisschen in Stoppen geraten, weil die Hecke vom Nachbarn rüberkommt. Soweit erstmal nicht schlimm, werde ich klären. Und deswegen ist das hier so in Stoppen geraten. Ich möchte auch gerne den Pfahl hier ersetzen, dass das wieder schier ist. Ja, wie ihr merkt, gibt genug Stellen, wo ich mein Herz walten lassen kann. Und die letzte Zeit habe ich auf jeden Fall ein bisschen wieder Fuß gefasst. Hier ist ein Anfang, ist immer noch viel und wild. Aber jetzt gerade auch hier vorne, der pfeift da, dem Hund hinterher. Hier vorne, wo ich jetzt gerade das Lager angedeutet habe, dafür habe ich ja schon was gebaut. Ist hier so ein bisschen verschollen. Da habe ich ja noch drei Sachen. Die habe ich so aufgebaut. Hier ist einmal ein Querteil, da ein Querteil, Querbalken, Querteil. Drei Stück von denen, wie gesagt, und die kommen dann nachher so ungefähr 70 cm am Boden. Das heißt, so ungefähr, darunter kann auch noch was hin und so weiter. Anbauen könnte ich da was, kein Problem. Ja, soweit gefällt mir das. Also wie ihr sehen könnt, da tut sich ordentlich was. Hier an der Stelle könnt ihr vielleicht noch ganz gut sehen jetzt in dem Blickwinkel. Hier sind die ganzen Brombeerschnitte hingekommen. Ja, das ist auch wieder Biomasse. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ganz oft die Warnung gekriegt, nicht hier in die Beete schmeißen und sonst wie. Die Wurzeln sich da wieder aus und das war überhaupt nicht der Fall. Bei den dicken Wurzeln, die ich ausgegraben habe, würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen.
Da ist das schon so, die trocknen nicht so. Deswegen liegen sie da auch. In der Luft trocknen sie ab, irgendwann sind sie hin. Und dann kann ich die auch weiter verarbeiten. Hier sind auch noch Brombeeren drin, die ich ausgraben darf. Und das, was da ist, da soll auch hier was reinfinden. Ich würde gerne den Platz hier ein bisschen besser nutzen. Ja, also gerade hier so nach hinten hin. Vielleicht kann hier auch irgendwo die Lemon Queen hin. Ist ja an sich auch ein guter Sichtschutz. Nachher vielleicht da vorne. Mal gucken. Muss ich aber erst den anderen Kram in den Griff kriegen. Also, ein bisschen mehr Struktur ist zu sehen. Überall. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, da anzufangen, ja, wo man seinen Camp hat, seine Basis, sein Nest. Und hier ist noch genug, was ich irgendwie weghaben möchte. Gerade Müll und Flaschen und so. Ne? Ich hatte, wie gesagt, Besuch und hat mich hier rausgerissen. Und deswegen sind das genau die Sachen, die mir hier vor die Augen kommen. Dann noch die Geschichten vom Sturm und so, alles, was ich erwähnt habe. Das braucht alles seine Zeit, um das wieder hinzukriegen. Ja, den Vögeln gebe ich hier ein bisschen Futter. Und ansonsten bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr aus allem so wird. Die Sonne heute war auf jeden Fall ein stetiger Begleiter in diesem Video. Ja, fühlt sich alles ein bisschen wohliger an. Wie gesagt, Schritt für Schritt Strukturen aufbauen. Es ist auch ein wunderbares Beispiel, wie ihr mit eurem Garten, wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr kommt nicht voran. Da ist so ein Berg an Aufgaben, wie auch immer. Widmet euch den Ecken, die euch Spaß machen. Irgendwie auch bewusst den Moment zu genießen bei dem, was man tut. Das ist ja so das, was ich versuche, hier mal so ein bisschen vorzuleben. Also alles, was hier passiert, passiert mit Herz. Und das hat so seine Gründe. Ich habe für mich selber diesen Weg auch finden müssen, um noch zu funktionieren, weil das andere halt überhaupt nicht funktioniert hat und eher in die andere Richtung ging. Und ja, so kann ich viel besser wirken und habe deutlich mehr Kraft für alle Aufgaben, die hier auf mich warten. Also, fühlt euch herzlich eingeladen, auch in Zukunft weiter zuzuschauen. Ich bleibe am Ball. Ja, lebe aber in der gleichen Welt wie ihr, deswegen ich werde mich natürlich wieder melden, wenn ich mich hier einfinden darf, wenn ich darf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Feiertage zwischen den Tagen, Übergang ins neue Jahr. Wobei ich sagen muss, ich habe es ja dieses Jahr schon ein bisschen mitgenommen hier auf dem Kanal, dass ich mich schon auch aus dem gewohnten Rhythmus, den wir alle so kennen, ein bisschen rausgewagt habe in die Mondrichtung. Da haben wir ja Zyklen des Mondes, was sind das, 29,5 Tage oder so. Und davon haben wir dann eben quasi, ich sag mal, in Mondmonaten 13. Also wenn wir von Vollmond, Neumond und so weiter, jetzt steht wieder der Vollmond an. Am 27. meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das hat natürlich eine ganz besondere Wirkung. Die zwei Tage davor und danach haben dann auch Einfluss. Für alle, die ja offen sind, es gehört zu mir. Es fließt auch hier ein und ich möchte damit nicht hinterm Berg halten. Es hat definitiv Einfluss und ist erwähnenswert aus meiner Sicht. Da ihr mir ja folgt, zuschaut und das meine Doku-Serie ist, teile ich das einfach mal ganz frech. So, wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Ich bin raus. Tschüss, euer Lars. Christian. Lars Christian. Scheiße. Oh Mann.